So, dann wollen wir mal fertig werden hier. Wir sind ja noch ein paar Minuten vorher, aber wir wollen sicherstellen, dass wir heute um die richtige Zeit ankommen. Wer also diesen Anfang schon sieht, kann dann 3 Minuten vorspulen. Ja, wie lange machst du bis 7 oder wie? Ja, so 2, 2,5 Stunden. So, dann wollen wir mal gucken. Dort sieht schon gut aus. Hier kommt, dass jemand das schon liked. Ich kann es auch sehen. Kann es auch sehen. Ich kann es auch sehen. Perfekt. Perfekt. Hier sind irgendwelche fliegende. Genau, täglich grüßt der Olli. Also, einen wunderschönen guten Nachmittag. Einen wunderschönen guten Nachmittag. So. Dort sieht alles gut aus. Die ersten Raketen sehe ich schon. Ja. Also ihr dürft mir natürlich Likes und Raketen und hin und her schicken. Ich möchte erstmal sagen, ich finde das toll, dass sich viele Leute so die Mühe machen. Dass sich viele Leute so die Mühe machen. Und sich den ganzen Nachmittag immer mit mir beschäftigen. Das finde ich cool. Ja, ich bedanke mich dafür. Ah, ich muss noch eins machen. Ich muss noch. Na. Jungs, ihr müsst eure Dinge ausmachen. Sonst muss ich euch, ich kann im Moment das nicht selbst machen. Ihr müsst eure Theo Josef Carsten, wer immer das ist, muss möglich sein, das Mikrofon auszumachen, weil ich kann es im Moment nicht ausmachen. Ja? Ihr braucht mir ja nicht zu antworten, ihr braucht es einfach nur auszumachen. Weil dadurch, dass ihr reinkommt, muss der Computer zu viel arbeiten und da kann ich ihn nicht überreden. So. Also, wir füllen uns langsam und warten deswegen auch noch eine Sekunde. Ich bin also gestern von Facebook inzwischen wieder entblockt, aber ich bin geblockt worden, weil ich zu viele Posts geliked habe, also zu viele Kommentare geliked habe. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass ich natürlich heute meine Klappe halten werde Richtung Kommentare, weil ich nicht ins Risiko gehen will, dass sich
Das ist ja so, wenn du dann wieder dieselbe Sache machst, dann sperren sie dich vielleicht ganz. Das wollen wir nicht, weil wir ja morgen auch wieder hier sind. Das heißt, ich werde heute relativ wenig liken. Bitte darum Verständnis. Ja. Facebook gehört zu den asozialen Medien, sozialen Medien. Und da kann man nichts machen, da ist man denen ausgeliefert. Man kann ja nichts sagen, die machen es ja umsonst. Ja, ist ja umsonst. Ist ja umsonst. So. Am heutigen Tag werde ich, nachdem wir verstanden haben, wie Märkte funktionieren grundsätzlich, nachdem wir verstanden haben, wie wir als Trader funktionieren, werden wir heute uns darum kümmern, was macht denn der Olli? Ja, was macht denn der Olli? Ich bin sicherlich am bekanntesten durch Market Profile, was im deutschen Markt sehr wahrscheinlich von mir eingeführt worden ist. Und inzwischen machen es alle und nennen es Volumentrading. Und wir werden heute nochmal darüber reden. Wir werden darüber reden, wie es dazu gekommen ist. Und wir werden reden, was ich dort oder worauf ich da achte. Wir werden lernen, wofür meine geposteten Werte gut sind und wie man die beachten soll. Wir werden ein bisschen weiter natürlich hinter die Kulissen schauen, sodass Leute, die jetzt sagen, ah, Tomatenbeispiel kenne ich schon, da schalte ich weg, auf deine eigene Gefahr. Ich würde nicht wegschalten. Und morgen werden wir aus diesem Ganzen, was wir jetzt gemacht haben, 3 Tage, plus was wir morgen dazu nehmen, einen Tradingplan machen. Wir werden also einen Plan erstellen für, wenn ich groß bin, kaufe ich mir auch so ein Ding. Wir werden einen Plan erstellen für konstant erfolgreiches Trading, in welcher Größe auch immer, und werden praktisch diese Sache rund bekommen. Mein Online-Kurs heißt dann auch zufälligerweise Trading Masterplan. Er soll dafür helfen oder dazu helfen, die Sachen, die wir jetzt angefangen haben, rund zu bekommen. Man sollte nicht 5 Minuten vor dem Ding was essen. Irgendwie schmeckt es noch nach dem, was ich gerade gegessen habe. Furchtbar. Er freut sich auf die nächsten 4 Stunden. Ey, so schlimm bin ich gar nicht. Ja. Ich habe übrigens immer Wasser her, aber normalerweise trinke ich Wasser vorher. Jetzt muss ich nochmal Wasser trinken, weil irgendwie läuft noch die Spucke zusammen. Bevor noch jemand sagt, hey, da hängt doch was in den Zähnen drin, hoffe ich, dass ich es vorhin auf der Toilette richtig gesehen habe, dass nichts drin hängt. Aber wer weiß. Also, wer hat jetzt eine Watchparty angemacht? Ihr überlastet Facebook, das wisst ihr, ne? Wenn es also da Schwierigkeiten gibt mit der Verbindung, dann wisst ihr warum, ja? Wer immer das jetzt gemacht hat. Ich hoffe, es klappt. Normalerweise dürfte das ja für Facebook kein Problem sein, aber wir wissen es ja nicht. Ja, das war der Plan. Morgen machen wir einen echten Plan, wie man erfolgreich wird.
wie man das angeht, worauf man achten muss. Und dann habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr wollt, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn ihr nicht wollt, dann wollt ihr nicht. Und wenn ihr wollt, dann freue ich mich. So einfach ist das. Also, wir, die Sandra hat auf die Tastatur gehauen. Echt? Also, wir wollen jetzt über Market Profile sprechen. Wer von euch weiß nichts über Market Profile? Wenn nämlich jetzt alle sagen, nee, weiß ich schon, kann ich ja schon höher anfangen. Ich glaube, du musst einfach beenden. Da geht es noch nicht weg. Und ihr dürft ruhig sagen, hey Mann, Olli, so sieht es also rasiert aus. Der Jens schreibt ich und ich heißt, ich weiß noch nicht. Nur einer? Okay. Nicht so viel. Ehrlichkeit wird hier belohnt. Ja, ein Kampf. Ich weiß nichts davon, ich weiß fast nichts. Jens bestätigt es nochmal. Okay, müssen wir der Fairness halber, müssen wir auch ausholen. Das macht auch nichts. Es ist so, da könnt ihr meine Leute aus der Community fragen. Bestimmt die ersten 10 Mal, die ich es erklärt habe, habe jedes Mal ich danach gesagt, hey, jetzt habe ich wieder was gelernt. Weil irgendwie ist es einfach so, dass es sich ein bisschen anders im Kopf festigt, vor allen Dingen, wenn man es eben erklärt. Man sagt ja immer, du kannst drüber lesen oder drüber hören, da weißt du noch gar nichts. Du kannst es selbst machen, da weißt du schon ein bisschen mehr. Und wenn du es jemand anderem beibringst, dann weißt du es wirklich. Dann bist du ein Experte. So, also fangen wir an. Mitte der 80er Jahre hat in Chicago es Floor Trader gegeben, die das entwickelt haben, um besser Märkte einschätzen zu können. Weil der Markt, wir haben es ja erklärt, ist eine fortlaufende Auktion. Das heißt, der Preis läuft immer von einem Ende zum anderen Ende. Also je nachdem, wie weit er kommt. Ist quasi eine fortlaufende Auktion. Ist nicht so, wie das Hammer irgendwann mal fällt und dann ist Ruhe, sondern es geht eben fortlaufend. Früher haben die Leute nur solche Hilfsmittel gehabt wie Pivotpunkte. Haben also den Schlusskurs genommen, den Höchstkurs, den Tiefskurs, haben das zusammengerechnet und durch 3 geteilt. Daraus haben sich dann die Pivotwerte entwickelt und in vielen Kassenmärkten gibt es immer noch Leute, die altbacken sich daran richten. Die Idee dahinter ist natürlich zu messen, wie weit ist der Markt gegangen und daraufhin zu denken, so wie es ja oft ist, dass am nächsten Tag, deswegen gucken wir ja auch auf ATR, dass am nächsten Tag wahrscheinlich der Markt ähnliche Bewegungen machen wird. Das ist die Idee hinter den Pivotpunkten. Jetzt gibt es natürlich Experten, so wie ich, eben nicht die ATR 14 oder irgendwas nehme, sondern die ATR 5. Die haben sich das genau angeguckt und die haben dann zum Beispiel 3-Tages-Pivot gemacht. Haben also aus den letzten 3 Tagen immer Pivot-Werte errechnet. Viele dieser Dinge gibt es. Es gibt auch dann andere, die wieder anders die Werte berechnet haben. Die haben zum Beispiel die Eröffnung von heute noch dazu genommen. Ja, solche Dinge.
oder haben von gestern die Eröffnung dazugenommen. Also nicht nur hoch, tief und Schluss, sondern Eröffnung, hoch, tief und Schluss. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich nehme hoch, tief und Schluss und die Eröffnung von heute. Ja, gibt also da viele Denkschulen und die haben alle Vorteile und alle Nachteile. Jetzt hat jemand sich den Gedanken gemacht und hat gesagt, ich messe einfach. Und damals ging es immer um sogenannte Time-Price-Opportunities, also Zeit- und Preis-Gelegenheit heißt das. Hat also immer geguckt, jeweils 30 Minuten Kerzen genommen und hat gesagt, diese 30 Minuten Kerze, die bezeichne ich vom Eröffnungskurs an mit einem Buchstaben. Und diesen Buchstaben male ich auf, jeden Preislevel, den dieser Buchstabe während der Kerze oder der Preis während der Kerze gesehen hat, bezeichne ich mit diesem Buchstaben. Hat also zum Beispiel da A's hingemacht, dann B's hingemacht, dann C's hingemacht und so weiter und so fort. Und logischerweise hast du dann gesehen, wo der Preis die meiste Zeit während des Tages, also die meisten Perioden, die der Preis in einer bestimmten Sektion unterwegs war, konntest du abzeichnen. Und da bildeten sich dann so glockenartige Kurven. Ja. Den Leuten ist aufgefallen, dass an Tagen, wo relativ wenig los war, das ziemlich genau so aussah wie auch eine Normalverteilung bei anderen Sachen. Ja, ihr kennt diese Versuche, wenn da die Nägel sind und dann lassen die Bälle runterfallen und dann bildet sich diese Kurve. Und da haben die gesagt, vielleicht kann ich ja damit was anfangen. Und haben dann angefangen, diese Bereiche, die besonders dick waren, da ist ja das meiste wahrscheinlich umgegangen, weil die meiste Zeit da, haben sie also dann als Point of Control bezeichnet. Und haben dann die Value Area gesucht. Haben also geguckt, Standardabweichung, sollte 68,2% sein, Und haben dann geguckt, wie bei den Bollinger-Bändern, zweite Standardabweichung. Und haben sich dann so Gedanken gemacht, wie bei den Bollinger-Bändern eben auch, wie Preise sich nun verhalten sollten. Jetzt habe ich damals, als sie das mit den Buchstaben da angefangen haben, habe ich das gar nicht hingekriegt. Ich fand das furchtbar, diese Buchstaben da zu sehen. Und also egal, was ich versucht habe, es ging nicht. Vor allen Dingen habe ich es im deutschen Markt versucht und der war damals nicht lange genug offen. Da ging es wahrscheinlich eh nicht, weil er weder liquide war noch lang genug offen, sodass die Preise sich normal haben bewegen können. Habe ich gesagt, das ist Blödsinn und habe es erstmal zu den Akten gelegt. Dann kam ein paar Jahre später wieder einer vorbei und hat gesagt, du, kennt ihr schon Market Profile? Ich sage, habe ich schon gehört, gibt es da was Neues? Ja, wir haben das in der Software, guck dir doch mal an, hin und her und tralala. Also in Amerika konnte ich da Dinge sehen, aber ohne seine Software konnte ich das bei mir nicht darstellen. Habe ich gesagt, okay, also kann ich nicht. Und dann, das war dann wieder, also es war dann so 1998, 99, kam dann ein Kumpel zu mir in die Firma und der fing wieder an zu erzählen, Market Profile. Er wäre da dran, das zu programmieren und bla bla bla. Ich habe gesagt, pass mal auf, Market Profile in den Buchstaben, willst du jetzt, dass ich das dritte Maß nicht hinkriege? Und er hat gesagt, nee, guck mal hier. Wir visualisieren das. Ich sage, hey, du kannst da das Profil praktisch auf den Chart zeichnen, sodass das direkt bei der Kerze ist, die ich handeln will. Das finde ich interessant. Daraufhin habe ich gesagt, okay, mach das mal. Und er kam dann rund und ich benutze es also seit, ich sage mal, spätestens 2001. Ja.
Sind also jetzt 18 Jahre. Die Idee dahinter ist nämlich eigentlich ganz einfach. Die Idee ist, dass man dadurch, dass jeder Trade aufgezeichnet wird, in den Märkten, in denen das möglich ist, meistens Future-Märkte, CFDs geht nicht. CFDs kann man die Preise umrechnen zu den Futures, aber man kann das nicht erkennen in den CFDs, weil da keine Volumen mehr dahinter stehen und weil es auch nicht repräsentativ ist. Der eine Programm mag nur bärische Kunden haben und der andere nur bullische Kunden und da kommen ganz andere Profile zustande als da, wo wirklich der Markt, wo alle zusammenkommen. So. Jetzt habe ich mir noch dazu überlegt, und das war damals schon mein Punkt, dass ich gesagt habe, eigentlich interessiert mich überhaupt nicht, Klammer auf, da ich weiß, dass zu verschiedenen Zeiten verschieden viel umgeht, mich interessiert gar nicht diese TPOs. Weil, also das wäre ja zu einfach zu manipulieren. Sondern ich will es haben mit Volumen. Weil ich hatte Kunden, die sind immer hingegangen und haben mir gesagt, kauf doch mal in der nächsten halben Stunde, keine Ahnung, 100.000 Siemens. Dann bin ich hingegangen, habe eine Excel-Tabelle gehabt, die war angeschlossen an entweder Bloomberg oder Reuters. Wir hatten beide, also je nachdem, an welchem Platz man saß, war es entweder an Bloomberg angeschlossen oder an Reuters. Und dann hat man sich hingesetzt und hat das beobachtet, weil wir berechnet haben, wie viel sind denn bisher schon in dieser Periode umgegangen, wie viel habe ich davon gekauft, wie viel erwarte ich, gehen normalerweise, wir haben also die Tage vorher geguckt, was geht denn in dieser Stunde um. Und haben versucht, es möglichst so zu machen, dass wir mindestens genauso gut waren wie der volumengewichtete Durchschnitt dieser halben Stunde. Dass der Kunde also nie sagen konnte, oh, das ist ja nicht fair. So. Natürlich konntest du es nicht immer absolut richtig machen. Ja? Ich meine, wo gehobelt wird, fallen Späne. Aber das Prinzip war mir bekannt, dass Leute auf das Volumen gucken, nicht auf die Zeit. Der hat immer in der Zeitperiode auf das Volumen geguckt. Also wollte ich das machen. Ich wollte die Software so haben, dass die das Profil zeichnen mit dem Volumen. Das bedeutet, wenn mehr umgeht, bekommt es eine höhere Gewichtung. Wenn weniger umgeht, bekommt es eine geringere Gewichtung. So. Das hat er dann hergestellt und das gucke ich also seitdem. Jetzt ist es so, dass die Formel eigentlich eindeutig niedergeschrieben ist. Es gibt dieses, von damals noch, dieses in Anführungsstrichen Pamphlet von der Chicagoer Börse, wo man ganz genau nachlesen kann, was sie da wollen. Ja? Die wollen, dass du den Point of Control ermittelst. Das heißt, der Punkt, der Preis, an dem am meisten umgegangen ist. Auch wenn nur ein Kontrakt mehr umgegangen ist, ist das der Point of Control. Der Point of Control ist per Definition der, und jetzt mache ich Anführungsstrichen, fairste Preis des Tages. Weil die meisten Leute zu diesem Preis Umsätze getätigt haben. Nun, so steht es in dem Pamphlet drin, soll man immer einen Tick oben drüber dazu nehmen, zwei Ticks oben drüber dazu nehmen, zwei Ticks unten drunter dazu nehmen, zwei Ticks oben drüber dazu nehmen, zwei Ticks unten drunter dazu nehmen. Bis man 68,2 oder 70%, je nachdem, welcher Lehre man anhängt. Ich finde 70% besser, also ich nehme 70%. 70% des Volumens unter dieser imaginären Glocke hat. Ja, ich gehe also so lange nach oben und nach unten, immer in zwei Tick-Schritten,
bis ich 70% unter dieser Glocke habe. Das bedeutet, es ist nicht gewährleistet, dass der Point of Control irgendwo in der Mitte dieser Value Area ist. Wenn beispielsweise der volumenstärkste Preis sehr weit oben im Tag ist, dann kann ich ja nur vielleicht 2-3 Mal nach oben gehen und den Rest muss ich unten dazu setzen. Oder wenn das Meistvolumen ganz weit unten umgeht, muss ich mich hinstellen und muss mal gucken, dass ich die Jungs hier... Freunde, ihr müsst Disziplin wahren, weil sonst seid ihr sonst seid ihr da, wo ihr nicht sein sollt. Dann seid ihr nämlich auf Facebook zu sehen. Und ich komme hier... Mal gucken, vielleicht komme ich mit Trick 17 dran. Sonst kann ich das nämlich nicht machen und das wollt ihr ja nicht. Also ihr dürft mal alle eure Mikrofone ausschalten und alle die Kamera ausschalten. Das ist das Beste. Weil ich komme da leider nicht hin. Da bin ich ja noch bin ich ja mal gespannt nachher, ob ich wenigstens an meine Charts dann nachher komme. Ja, an die Charts komme ich. Das ist echt nervig. So, wollen wir mal nachher gucken. Vielleicht müssen wir dann sogar mal kurz unterbrechen und uns nochmal neu machen. Und die Freunde bei mir aus der Ausbildung müssen dann auch auf Facebook kommen, weil Zoom scheint das nicht zu mögen, dass die da mit dabei sind. Wir werden sehen, vielleicht beruhigt er sich ja auch. Könnte das noch ausmachen hier? Das kann ich ausmachen. Und dann kleinen Moment bitte. Ich versuche gerade so viel wie möglich Ressourcen zu sparen. Eigentlich ist es kein Problem, weil es ist ja 11% CPU ist ja gar nichts. Ja. Also jetzt haben wir es auf jeden Fall, jetzt kann ich es machen. Super. Dann mache ich das hier nochmal mute. Muss man noch den Pfeil treffen, da ist er. Und yes. So, das haben wir schon mal sichergestellt. Also Entschuldigung, ist alles live hier und daher jetzt müsste es aber wieder laufen. Geht's wieder? Ja, es liegt wahrscheinlich an mir. Es liegt wahrscheinlich an mir. Also es liegt nicht an mir, sondern es liegt daran, dass ich was gemacht habe. Und ich hoffe, dass es eben dann wieder funktioniert. Sagt mir Bescheid, wenn ihr wieder da seid. Also ich habe gelernt, beim nächsten Mal kann ich niemanden mitnehmen. Ich werde auch morgen, Freunde, ihr hört das, ihr müsst auf Facebook, ansonsten könnt ihr morgen nicht dabei sein.
Und ansonsten fangen wir es gleich wieder an und schmeißen euch leider gleich raus. Nee, ich habe nichts kaputt gemacht. Aber ich sehe, dass es immer mal wieder kommt und wieder weggeht. Und das ist ja... Läuft wieder? Der eine sagt, läuft wieder, der andere, jetzt ist er weg. Also ich sehe mich. Auf Facebook meine ich. Ich kann mich auf Facebook sehen. Läuft? Perfekt. Vielen Dank fürs Warten. Möglichst wenig Bewegung am Desk ist erstmal das Geheimnis. Ist eigentlich ein Trauerspiel. Es kann sogar sein, dass Facebook das extra macht. Wir wissen ja warum. Das ist wieder kaputt. Also. Wenn ihr mich hören könnt, sage ich euch jetzt was. Könnt ihr mich hören? Ja, so ähnlich. So ähnlich. Ja, könnt ihr mich hören? Also, wenn es jetzt das nächste Mal hängen sollte, dann werde ich das beenden und komme wieder neu, ohne den Einladungslink weiterzugeben. Da ist es schon wieder. Ja, ich sehe schon wieder, dass es interrupted ist. Zumindest bei mir. Also, wenn ihr es gehört habt, bestätigt mir doch einer mal, dass ihr es gehört habt, und dann mache ich es nämlich aus und komme wieder neu. Ich weiß, dass YouTube stabiler ist. Who cares? Also, bis gleich.